Hey, wir sind Flo und Matti aus dem Hessischen Landtag. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie die Regeln, die für uns alle gelten, gemacht werden? Und wie Politikerinnen und Politiker arbeiten? Das könnt ihr in unserem Planspiel der Kinderlandtag des Hessischen Landtags herausfinden. Im Planspiel schlüpft ihr selbst in die Rolle von Abgeordneten des Landtages. Als Abgeordnete schließt ihr euch dann in Gruppen zusammen, um Ideen zu einem von euch gewählten Thema zu erarbeiten. Und im Anschluss daran könnt ihr über die verschiedenen Vorschläge der Gruppen abstimmen. Wollt ihr darüber sprechen, ob ihr euer Pausenbrot gesünder machen möchtet oder ob ihr alle dieselbe Schulkleidung tragen solltet? Dann zögert nicht lange und macht mit beim Kinderlandtag. Wir freuen uns auf euch. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ja. Nach einer kurzen Begrüßung schreibt ihr eure Namen auf die Namensschilder. Damit seid ihr Abgeordnete des Kinderlandtages. Also, dass ihr euch eure Argumente überlegt. Im Anschluss setzt ihr euch in kleinen Gruppen zusammen, um Argumente zu eurem Thema zu sammeln. Diese Gruppen nennt man Fraktionen. Am Anfang eurer Fraktionssitzung wählt jede Gruppe ihren Vorsitz. Isabel, du hast die meisten Stimmen. Nimmst du die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an. Wir sollen Argumente machen, die anderen überzeugen, dass sie uns wählen. Das tue ich, oder? Also wäre Kleidung total wichtig für den Mensch. Ja, und in manchen Ländern haben manche keine Kleidung, dann erfrieren sie. Deswegen finde ich Kleidung richtig wichtig. Ein Hund. Und es ist auch blöd, wenn man keine Kleidung hat und in die Schule geht. Dann fühlt man sich ja ganz blöd. Eure gesammelten Argumente schreibt ihr in einen Antrag und stellt ihn den anderen Gruppen vor. Zum Thema Kinderrechte. Erstens, Antrag der Fraktion Die Roten. Wir wollen gesunde Ernährung, 2 Stunden Fernsehen und Handy, jede eigene Kleidung oder mit Familie teilen oder genug Medizin für alle. Ja, wir wollen, dass jeder Freunde haben darf, ohne dass die Eltern bestimmen dürfen. Nachdem die Fraktionsvorsitzenden ihre Anträge vorgestellt haben, dürfen alle eine Rede zu dem Thema halten. Ich finde Gesundheit sehr wichtig. Jedes Kind Privatsphäre haben soll. Nun stimmen wir über die einzelnen Anträge ab. Wer dafür ist, den bitte ich um Handzeichen heben der Stimmkarte. Danach wird über die Anträge abgestimmt und das Ergebnis aufgeschrieben. Die Abgeordneten halt sozusagen leiten und wir mussten die Parteien auch hervorrufen, wir durften auch dran nehmen und ja. Es hat auch Spaß gemacht, oder wenn es laut war, auf den Gong zu schlagen und ja. Ich finde es einfach auch klasse, wenn man sich mit einem Thema intensiver beschäftigt. Wir haben ja dann das Thema Kinderrechte genommen und ich finde es einfach wichtig, dass die Kinder unsere demokratischen Werkzeuge hier in unserer Gesellschaft kennenlernen.